Trent Suttner, der es geschafft hat, Paul McCartney nach Siegen zu bekommen, zum 134. Mal die Geschichte, wie es dazu kam. Draußen stellt sich inzwischen die Frage, ob der Maler den Vorder- oder den Hintereingang benutzen wird. Erste Testlimousinen fahren vor, da sitzt entweder keiner drin oder nur George Martin, Beatles-Produzent und immerhin bereit zu einem Autogramm. Dann endlich Paul McCartney. Unsere Kameraausgangsposition ist extrem günstig, bis wir einfach weggeschubst werden. Das ist der Punkt, an dem man sich mit dem Werk des Malers beschäftigen sollte. Man kennt ja McCartney als Oberbeatle, als einen, der ausgesprochen melodienselig und schöngeistig Freude verbreitet hat. Und wenn man sich jetzt seine Bilder anschaut, dann hat man das Gefühl, da würde es so eine Art Nachtseite geben, die ganz neu zu entdecken wäre. Was mir gefallen hat, ist die Art, wie er mit Farbe umgeht. Wie er experimentiert mit Farbe. Er tritt in den Prozess, in den malerischen Prozess ein. Der erste, der sich wirklich für meine Bilder interessiert hat, der gesagt hat, ich will deine Bilder sehen, das war Wolfgang Suttner hier aus Siegen. Und deswegen bin ich hier. Selbstverständlich hatte McCartney zahllose Angebote, seine Malerei auszustellen. Aber niemand war dabei, der ihn als Maler ernst nehmen wollte. Und das hat McCartney gekränkt. Ich hatte viele Anfragen, die Bilder zu zeigen, und ich sagte immer, wollen Sie die Bilder vorher nicht mal sehen? Und die meinten, das ist nicht wichtig. Ich sagte, mir schon. Was sofort auffällt an den Bildern, McCartney nimmt seine Malerei ernst, aber nicht existenziell. Das Unternehmen Malerei war ihm ganz offensichtlich ein Abenteuer. Ich mag sehr diesen Moment, Farbe auf die Leinwand zu bringen. Ich mag diesen Akt. Oftmals ist Malen dann für mich die Entschuldigung, das getan zu haben. Ich fange an, loszumalen, und wenn ich Glück habe, komme ich an einen Punkt, wo wir uns treffen, ich und die Farbe, und wo wir merken, dass wir miteinander klarkommen. Mit diebischer Freude, Witz und Selbstironie rührt McCartney in den Farbtöpfen und schlittert über die Leinwand. Ein expressionistisches Farbkauderwelsch, ironisch gebrochen von karikaturistischem Rumgekratze auf der Leinwand. So tanzt McCartney als Clown virtuos übers Seil und zwinkert den Leuten zu. Andy Warhol ist das natürlich die Factory-geprüfte Pop-Ikone, die hier wie der Hase im Salat mit weißer Perücke herumspringt. Das finde ich ausgesprochen verrückt, süß gemalt. Die ironische Haltung ist, glaube ich, so eine Grundeinstellung in seinem Wesen. Das hat er als einen gewissen Selbstschutz auch immer gebraucht. So. Und das Ganze gibt für mich eigentlich den Ausdruck einer relativ starken Lockerheit im Umgang mit seinen Bildmotiven. Der kotzende David Bowie ist beobachtet worden von Linda McCartney. Und er bringt also einen grandiosen Farbwirbel dann auf ein kleines Format. Und man hat das Gefühl, dieser unästhetische Vorgang wird plötzlich zu einem ausgesprochen ästhetischen Ereignis. Ich finde, dass er sehr stark ist und sehr mutig in seiner Malerei. Und sich da, weil es vielleicht sein ganz neues, ein ganz intimes Spielfeld war bisher, viel mehr traut als in der Musik. Als Maler ist Paul McCartney mindestens 3 Oktaven schriller, neugieriger und unberechenbarer als in seiner Musik. Die Ratio verdampft, die Leibesmitte rotiert, jubelt Tannert verzückt im Katalogtext. Tatsächlich hat Paul McCartney über 10 Jahre nach dem Beatles-Ende einen Neuanfang gesucht und gefunden. Sonst gäbe es diese Bilder nicht. In einer Videoinstallation in einem kleinen dunklen Raum neben der Ausstellung zeigt sich der Maler McCartney dann doch noch als Musiker. Die Leute kennen mich von der Musik, und in der Installation spiele ich eine Feedback-Gitarre, also mit Rückkopplung, also keinen normalen Song. Und das ist so etwas wie eine Verbindung zwischen dem Maler und dem Musiker. Die Installation ist sowas wie der Schlüssel zu den Bildern. In Siegen präsentiert der Musiker Paul McCartney einen Maler McCartney, der so ganz anders ist. Eine wirkliche Entdeckung.